Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hearthstone. Nehmt Platz, wenn ihr welchen finden könnt. Ha, wir finden immer Platz. So, was ist denn unsere heutige Quest? Ja, es ist schon wieder ein bisschen her. Okay. Wir müssen also zwei mit dem Druiden oder Schurke oder zwei mit Magier oder Schamane oder drei mit entweder Klasse gewinnen. Das lässt sich doch lösen. Ja, drei mit einer beliebigen Klasse finde ich super, weil dann zeige ich euch mal mein Kriegerset. Was nicht umsonst Ansturm bei mir heißt. Ich hoffe, euch das jetzt zu zeigen können. Die Taktik, die ich mit diesem. Ja, also ich finde es relativ gut, zumindest für den Anfang. Set. Vorhabe. Was so diese Standardtaktik von dem ist. Aber mal schauen. Garrosh gegen Valera. Seid auf der Hut. Sieg oder Tod. Komm bitte irgendwas Gutes für den Anfang. Naja. Naja, naja. Na, mal schauen. Na, ich fange gleich an. Und machen wir erstmal fertig für die Runde. Sagen, dafür hallo, revanchieren wir uns gleich mal. Und hören sie auch mal. Jemand den Arzt gerufen? Das ist die Frage. Ich mach's einfach mal und greif sie an. Ja, vielleicht hätte ich den angreifen sollen, die zwei Schaden einstecken. Dann wäre die aber vier gewesen. Das hätte es vielleicht gebracht. Naja, mal schauen. Noch ist nichts verloren, auch wenn ich gerade sehr im Nachteil bin. So. Was jetzt? Naja. Meine Klinge ist durstig. Spielen wir einfach nochmal. Vielleicht hat sie ja noch eine Kopfnuss. Ich warte nur auf bestimmte Karten, um sie besiegen zu können. Ich hoffe, sie kommen noch. Naja. Naja. Okay. Dann hätte ich mal gesagt, wir spielen diese nette Dame. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Greifen den an. So. Dann so. Und jetzt geht's mal noch runter. Achso, ja. Okay. Ich wollte mir dieses eben nochmal angreifen. So, in der nächsten Runde hab ich. Oh Gott. Oh Gott, kriege ich den tot? Mal schauen. So. Jetzt machen wir so. Opfern den und greifen genau an. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Wie schnell ich einfach wieder aufgeholt habe und sogar 10 Leben im Vorteil bin. Einfach nur durch ein paar Kombinationskarten hier.
Auf dem Feld. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Krieg ich 3 Schaden. Und schade. Pushen wir ihn weiter. Und machen wir noch das, weil ich will wissen, ob ich noch was kriegen könnte. Ah, da wäre sie gekommen. Vielleicht beim nächsten Kampf. Naja. Ich schlage zu. Das war's. Danke, danke. Kein Applaus. Ich mag mein Deck langsam, so wie es ist. Naja, ich würde sagen, bis gleich zum nächsten Spiel. Ciao. Kommen zurück zu einer weiteren Runde Hearthstone. Oh yeah. Kommt, setzt euch ans Feuer. Ja, letztes Mal haben wir mit dem Krieger gewonnen. Mal schauen, ob wir in diesem Spiel nochmal vergönnt sind, mit ihm zu gewinnen. Ja. Ich könnte zwar jetzt auch mit dem Krieger, mit der Schurkin oder dem Druiden spielen und somit vielleicht 2 Quests gleichzeitig abschließen, aber ich mag mein Kriegerdeck und so habe ich jetzt gleich einen Kriegerpart. Mal schauen, ob wir gewinnen können. Und ich will euch ja noch meine richtige andere Halbtaktik zeigen, dieses Decks, was nicht nur auf Verstärken und Angreifen besteht, sondern eigentlich auch auf dem, wo der Name herkommt. Und schon wieder ein Jäger. Ich habe vorhin mal aus Spaß ein Spiel gemacht und den Jäger voll abgelost. Ja gut. Ich mag dich nicht. Und dich brauche ich jetzt auch. Nee, doch, ich brauche dich. War. Okay. Besser als der andere auf jeden Fall schon mal. So. Erste Runde. Ich könnte ihm Schaden zufügen, bringt mir nichts. Also weiter. Ich versuche in der dritten Runde diese zu spielen, in der vierten Runde die, aber das tat weh. Aber erstmal ein Grunzer. Was ihr wollt. Oder buffe ich den Grunzer? Ach ey. Du. Na komm. Scheiß auf die 3 Schaden am Anfang. Immer den Weg schön frei halten. Ja, und damit war es das wieder mal für meinen Grunzer. Ach nein. Noch schlimmer. Gut. Schon mal ein weiteres Viech. Und wenn jetzt alles aufgeht, werde ich nächste Runde sie spielen. Und meine Axt. Oder ich buff mich mal. Mal schauen. Weil dann wird dieser 4-7 haben. Das ist schon hart. Und das hole ich erstmal so schnell auf. Und ich krieg erstmal wieder einen Schaden. Oder 2 besser gesagt. Aber keine Sorge, keine Sorge. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, vernichten wir erstmal den. Oh, das war wieder. In der 6. Runde. Also, wenn ich 6 Kristalle habe. Ja, vielleicht kriege ich noch eine Dreierkarte. Das wäre ganz gut. Weil mein Deck besteht aus vielen Dreiern. Und dann vernichte ich den Raptor, auch wenn ich dafür 2 opfer. Nein. Ich glaube, ich mach's so.
So. Dann. Vorwärts! Ja. In his face. So. Und so. Mal schauen, wie weit er jetzt kommt, der Herr Jäger. Tretet bei. Oha, immer wenn ein Diener stirbt. Oder beides. Wenn ein anderer Diener stirbt. Na komm. Greif mit deinem. Okay. Auch nicht schlecht. Und jetzt? Du bist dämlich. Hättest das gleich so machen sollen. Naja, egal. Ist ja nicht mein Problem. Wenn ich den spiele, habe ich das, wenn ich den spiele, dann hat der 4. Was jetzt? So. So. Vorwärts. Ja. So. Er kann nicht wissen, dass ich noch ein Ansturmviech in meiner Hand habe, mit dem ich ihn zwar nicht töten kann, aber ja, schon mal ein bisschen nerven kann. Mal schauen, was er jetzt macht. Da, immer diese. Oha! Fug! Ja, gut. Mal schauen, was sie jetzt vorhat. So hätte ich mir gedacht. So. Wenn ich den spiele, habe ich 3 extra. Wenn ich sie spiele, dann habe ich einen mehr. Wenn ich ihn spiele, habe ich 4, 5, 2. Dann kann ich den mit der töten und mache 4, 5, 6 Schaden. So. Vorwärts. Das war's. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Na gut. Dann kann ich jetzt nur auf die nächste Runde hoffen. Der 3 Lebenspunkte. Wenn er jetzt kein Sportmonster spielt, habe ich gewonnen. Oder er mich tötet. Man weiß ja nie bei einem Jäger, was jetzt auf seiner Hand, aus seiner Hand kommt. 9. Ich könnte auch den noch buffen. Frage ist, was es mir bringen würde. 4 Schaden. Ist eigentlich egal. Ich mach's vielleicht einfach. Und ihr habt immer noch nicht die eine Karte gespielt, die eigentlich, wo eigentlich mein Deck drauf ausgelegt war. Also, zumindest was ich mir gedacht habe. Ich frage. Gut, ein 6-6 Monster. Du machst mir Schaden. Und jetzt? Bist du trotzdem tot. Gewonnen. So. 3. Einfach nur, weil ich's kann, buffen wir hier einfach alles. So. Aber nur, weil ich's konnte in dieser Runde. Hooray! Und ich würde sagen, mit diesem spannenden Spiel verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Part. Ciao und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Heute Nacht ist mächtig was los, aber ein Plätzchen lässt sich immer finden. Jo, wir haben ja jetzt im letzten Part nochmal gewonnen. Tada! Und ich würde sagen, einfach nur, weil ich es kann, schaue ich mir lieber mal nochmal die Quests an. Was war das jetzt? Druide oder Schurke oder Magier oder Schamane? Was habe ich mir jetzt alles gemacht?
Ein Druiden-Set, ein Schurken-Set und ein Paladin-Set. Ich habe keine Ahnung mehr von den Sets. Ich spiele mal lieber die Schurken so. Ich habe keine Ahnung, ob ich gewinne oder nicht. Ich habe die, glaube ich, einmal gespielt und da voll abgekackt. Aber da hatte ich auch schlechte Karten, glaube ich. Ist ja auch egal. Wir sind ja hier, um die Leute zu unterhalten. Gewinnen oder verlieren ist ja nicht so wichtig. Gewinnen ist besser. Aber mal schauen. Valera gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Seid auf der Hut. Gerne eine andere Karte. Ja, ja. Klingt schon mal besser. So, ich habe keine Waffe. Also, nächste Runde. Der macht gleich was. Der tut ja gleich so einen. Natürlich. Melde mich zum Dienst. Das lasse ich mir nicht gebieten. Das war's. So. Das lasse ich mir nicht bieten. Nicht gebieten. Naiaiai. Also wirklich. Pala mit seiner Verstärkung ruft er immer einen Rekruten. So. Machen wir einfach. Geladen und entsichert. Wie gesagt, ich habe auch nicht wirklich viel Ahnung von der Shogun. Ich weiß, dass man viel auf die Waffen, also auf diese Dolchbeherrschung spielt auch. Also, würde ich zumindest schauen. Ja. Aber mal schauen. Melde mich zum Dienst. Fügt einem unverletzten Diener 2 Schadenspunkte zu. Und ich hätte gesagt, so und so. Los geht's. So, so, so. Und bis jetzt scheint er ein bisschen so Nachteile zu haben. Mal in der Gegend rumspielen. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Lasst mich nachdenken. Oh, nichts getroffen. Das Dingo. Ja. Oh nein. Ein Fünferviech. Ich hab so Angst. Zu den Waffen, Feuer! Los geht's. Ich hebe mein Gift noch aus, ganz auf den Grund, weil es meine Waffe für immer permanent, also die Waffe, die ich drauf habe, plus 2 macht. Hätte ich die jetzt schon verbessert, hätte ich nur einmal machen dürfen. So kann ich jetzt im nächsten Zug die Waffe gleich auf 3 machen. So, tschüss. So. So nämlich, dann kann ich nämlich genau das machen, was ich wollte. Das ist hallo? Los geht's. Und zack. So geht das nämlich. Und dann kann man relativ schnell gewinnen. Jetzt wird er wahrscheinlich nochmal den spielen. Auch mal überraschen lassen. Lasst mich nachdenken. Geht hinter mir in Deckung. Was dachte ich mir? Was hast du jetzt vor? Ich hätte ihn töten können. Kann ich?
ich sogar vielleicht noch. Ich habe ein riesiges Gewehr. Jetzt auf keinen Fall den Skill machen. So bitte. Und jetzt den Skill machen. Sonst hätte es nämlich die Waffe ausgetauscht durch die schwächere. Das wäre ja nicht so klug gewesen. So, mal schauen, was er jetzt vorhat. Und ob ich mit vollem Leben gewinnen kann. Oh, schon wieder nichts getroffen. Das ist ja hier. Und jetzt. Respekt. Hat meine ganze Linie geklärt. Nein, ich habe nicht mit vollem Leben gewonnen. Nein. Schade. Nehmt das! Oh nein, eine Schlachtzugseite. Schade. Jetzt hätte ich, glaube ich, gerne. Oh, und jetzt habe ich nicht genug Punkte. Los geht's. Egal, nächste Runde ist er tot. Wenn er nicht ein Spottmonster spielt, egal was er macht. Außer er kann natürlich wieder alle drei von mir vernichten, was ich diesmal nicht glaube. Vielleicht hat er einen Held der Arena, mit dem könnte er sich vielleicht noch retten. Die Wahrheit ist mein Schild. Oder so jemand. Melde mich zum Dienst. Das ist die Frage, den kriege ich nicht tot. Aua. Aber das ist egal. Machen wir es auf die lustige Weise oder einfach. Ach komm. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Attentäter-like. Gewonnen. Ich habe das mit den drei Siegen. Und eins mit Druide oder Schurke. Und jetzt habe ich 120 Gold und jetzt kann ich euch endlich mal im Spiel zeigen, wie das mit dem Shop ist. Man geht hier in den Shop, kann sich eine Packung kaufen, kostet jeweils 100 oder halt für echtes Geld, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Geht dann zurück, geht in die Packung öffnen und jetzt, magischerweise, öffnen wir die Packung und kriegen 5 Karten, mal schauen. Na gut, für den Hexenmeister. Der ist ganz interessant, wenn man einen Schamane spielt. Episch. Vernichtet alle Feinde für den Hexenmeister. Episch, wirbelnde Nefer. Oh yeah. Für alle Klassen Wutanfall, Windzorn und plus 1 Angriff. Der ist ganz cool. Den könnte ich meinem Kriegerdeck zuordnen. Und überwältigende Macht habe ich schon, glaube ich, gehabt. Ja. Okay. Und ich würde sagen, mit diesen neuen Karten sehen wir uns im nächsten Spiel. Bis dahin. Ciao.